Nachrichten des Tages. Heute mit Barbara Hallweg. Willkommen an diesem Freitagabend. Norbert Lehmann ist auch dabei für den Sport. Mit viel Fußball. Einen schönen guten Abend auch von mir. Schauen wir auf die Nachrichtenthemen von heute. Überraschung in Hessen. Die CDU will nach ihrem klaren Wahlsieg nicht mehr mit den Grünen, sondern lieber mit der SPD regieren. Landesverteidigung als Ziel. Der Verteidigungsminister will die Bundeswehr kriegstauglich machen. Und zurück zur Natur. In der EU soll mindestens ein Fünftel der Land- und Meeresfläche wieder in den ursprünglichen Zustand versetzt werden. Wir beginnen mit dem Paukenschlag in Hessen, der auch in Berlin gehört wurde. Statt mit den Grünen weiter zu regieren, wählt Wahlgewinner CDU die SPD als neuen Partner. Ministerpräsident Boris Rhein kündigte an, Koalitionsverhandlungen mit den Sozialdemokraten aufzunehmen. Seine CDU war bei der Wahl vor 5 Wochen deutlich stärkste Kraft geworden, vor der AfD, der SPD und den Grünen. Fast 10 Jahre lang hatte Schwarz-Grün in Wiesbaden regiert. Warum die CDU jetzt auf die SPD setzt, berichtet Peter Theissen. Als Boris Rhein heute kurz nach 12 Uhr vor die Kameras tritt, löst er in Hessen ein kleines politisches Beben aus. Statt wie bisher mit den Grünen will er eine Koalition mit der SPD. Klar, wir wollen gemeinsam mit der Sozialdemokratie in Hessen ein christlich-soziales Programm schreiben. Ein Programm, das Vernunft und Fortschritt miteinander verbindet. Ein Programm für Vernunft im Umgang mit der Migration. 10 Jahre haben CDU und Grüne in Hessen geräuschlos zusammen regiert. Der frühere Ministerpräsident Volker Bouffier und sein Vize Tarek Al-Wazir schätzten und vertrauten sich. Die Grünen trugen auch Boris Rhein als Nachfolger Bouffiers mit. Die Enttäuschung bei ihnen deutlich spürbar. Große Koalitionen gelten gemeinhin als Notlösung. Meistens haben Koalitionen von CDU und SPD sehr wenige Ergebnisse, weshalb sie eigentlich nur dann eingegangen werden, wenn gar nichts anderes möglich ist. Eines ist aber völlig klar, wir können auch Opposition. Die hessische SPD-Vorsitzende, Bundesinnenministerin Nancy Faeser, betonte, dass sie trotz einer möglichen hessischen CDU-SPD-Koalition in Berlin bleiben wird. Bei den Sondierungsgesprächen mit der CDU gab es offenbar große Schnittmengen. Das ist ja immer ein Bündel von tatsächlichen inhaltlichen Punkten, von Bildung über Schaffung von Wohnraum, über die Frage Industriestandort erhalten. Hessen ist ein starker Industriestandort, muss es aber auch durch den Wandel jetzt bleiben. Bei der Landtagswahl hatten sowohl Grüne als auch SPD dramatisch verloren. Boris Rhein als eindeutiger Wahlsieger konnte sich seinen Koalitionspartner aussuchen. Rhein betonte heute, bei den wichtigen Themen innere Sicherheit und Migration sei man näher bei der SPD. Holen wir unsere Hauptstadtkorrespondentin Diana Zimmermann dazu. Wie wird die hessische Entscheidung in Berlin aufgenommen? Ja, auch die Bundesgrünen reagieren enttäuscht und frustriert. Völlig unverständlich, sagen sie, sei es, warum die hessische CDU ihnen den Rücken zugekehrt habe. Die begründet das vor allem damit, dass man in Fragen der Migration nicht zusammengekommen ist. Der CDU-Parteivorsitzende in Berlin streut Salz in die offene Wunde. Die Grünen müssten an ihrer Kompromissbereitschaft arbeiten. Friedrich Merz hatte sie ja schon im Sommer als Hauptgegner der Union in der Ampel ausgemacht. Und darauf scheint Boris Rhein nun einzuschwenken, wenn er heute gleich mehrmals sagte, Politik funktioniere eben über Anreize und nicht über Verbote. Die Grünen als Verbotspartei, als diejenigen, die angeblich schuld sind, wenn die Einwanderung nach Deutschland nicht schnell genug begrenzt wird. Da klatschen natürlich auch AfD-Wähler Beifall. Und die zu gewinnen, das scheint das Kalkül zu sein, dafür ist es gut, die Grünen auf Distanz zu halten. Boris Rhein handelt aus Überlegungen für Hessen. Die SPD ist der CDU dort näher, aber seine Entscheidung macht auch bundesweit klar, Schwarz-Grün hat gerade keine Konjunktur. Und die geschwächte SPD ist attraktiv für die Union als Juniorpartner. Dankeschön für diese Einschätzung aus Berlin. Diana Zimmermann war das. Die Bundeswehr muss kriegstauglich werden. Das wiederholte heute der Verteidigungsminister. Er wisse, dass das hart klinge und einige erschrecke, aber der Krieg sei zurück in Europa und darauf müsse sich Deutschland einstellen, so Pistorius bei der Bundeswehrtagung in Berlin. Sein Ziel, eine effektive Abschreckung. Kriege führen können, um keinen Krieg führen zu müssen. Der Kanzler sichert dafür dauerhaft mehr Geld zu. Ines Tramps hat Details.
Viel Gegenwind hat er bekommen, als er im ZDF sagte, Deutschland müsse kriegstüchtig werden. Heute auf der Bundeswehrtagung nutzt Verteidigungsminister Pistorius das Wort erneut. Kriegstüchtigkeit als neue Handlungsmaxime für die Bundeswehr. Wir brauchen eine Bundeswehr, die so aufgestellt und ausgestattet ist, dass sie uns in einem Krieg verteidigen kann. Und dafür muss die Bundeswehr natürlich ertüchtigt werden. Nur eine Bundeswehr, die so stark und abschreckend ist, also kriegstüchtig, kann am Ende verhindern, dass es zum Äußersten kommt. Zurück zum Kerngeschäft, zurück zur Landes- und Bündnisverteidigung, heißt es für die Bundeswehr in den neuen verteidigungspolitischen Richtlinien. Schließlich rückten Kriege und Konflikte immer näher. Entsprechende Reformen sollen nun mit Tempo vorangetrieben werden. Kanzler Scholz meidet das Wort kriegstüchtig, sagt aber zu, dass wir die Verteidigungsausgaben dauerhaft auf 2% heben. Und diese Zusage gilt. Sie ist einer neuen sicherheitspolitischen Realität geschuldet. Große Ziele. Doch noch sieht die Realität anders aus. Es mangelt an Personal. Die Bewerberzahlen gehen zurück. Es fehlt an Gerät. Die Beschaffung nach wie vor langsam. Der Vertreter der Truppe hat die Botschaft des Kanzlers zu mehr Geld gehört, doch mag noch nicht daran glauben. Inwieweit das durchkommuniziert wird, gerade auch in den Parteien, regierungstragenden Parteien, das wird man in den nächsten Wochen erleben. Pistorius will zeigen, er meint es ernst. Sein Ministerium soll kleiner und effizienter werden, kündigt er an. Für die Streitkräfte fordert er bis Ostern Ideen für eine neue Struktur. Zahlreiche Ankündigungen, nun gilt es, sie umzusetzen. Trotz aller Bemühungen und internationalen Verhandlungen im Gazastreifen gibt es bislang weder eine Vereinbarung zu Feuerpausen, noch kamen weitere Geiseln frei. Die gegenseitigen Angriffe gehen weiter. Das Hilfswerk der Vereinten Nationen für die Palästinenser teilte mit, seit Beginn des Krieges vor 5 Wochen seien auch mehr als 100 UN-Helfer getötet worden. Henriette de Maizière. Menschen auf der Flucht vom Norden in den Süden des Gazastreifens. Es sind deutlich mehr als in den vergangenen Wochen. Es solle stundenweise sichere Korridore für Zivilisten und Hilfslieferungen geben, sagte Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu gestern im US-Fernsehen. Es wird keinen Waffenstillstand geben, solange die israelischen Geiseln nicht freigelassen werden. Aber wir haben Sicherheitskorridoren zugestimmt. Bilder des israelischen Militärs sollen einen UN-Hilfskonvoi zeigen, der einen solchen Sicherheitskorridor nutzt. Die Vereinten Nationen kritisieren, die kurzen Feuerpausen seien zynisch und grausam. Wenn wir ehrlich sind, ist das ein Tropfen auf den heißen Stein. Es wird so viel gebraucht, um den Zivilisten im Gazastreifen zu helfen. Dazu brauchen wir einen humanitären Waffenstillstand. Denn die humanitäre Lage der Menschen im Gazastreifen spitzt sich immer weiter zu, auch in diesem Flüchtlingscamp. Plötzlich war hier alles überfüllt. Inzwischen leben mindestens 25.000 Menschen hier. Die Hilfsorganisation kommt nicht hinterher, das Minimum an Nahrungsmitteln, Wasser und Medikamenten bereitzustellen. Grundbedürfnisse der Vertriebenen, um den Mindeststandard ans menschliche Leben zu gewährleisten. Das israelische Militär veröffentlicht heute diese Bilder. Sie sollen zeigen, dass die Truppen auch heute weiter vorgedrungen sind. Golineh Atay in Kairo. Freitags zeigt sich oft der Protest in der arabischen Welt. Heute war vergleichsweise wenig los. Was lässt sich daraus ablesen? Ja, Proteste hat es heute hier nur sehr vereinzelt gegeben. Im Oman, in Jordanien, im Jemen. Ansonsten blieb es aber bemerkenswert still. Und das hat verschiedene Gründe. Zum einen ist es so, dass hier zum Beispiel in Ägypten viele nicht wegen eines aktuellen Hamas-Protestaufrufs auf die Straße gehen, sondern die meisten gehen in erster Linie auf die Straße, um ihre Solidarität mit den Palästinensern auszudrücken. Und zum anderen ist es so, dass viele Proteste hier in der Region unterdrückt werden, denn viele autokratische Herrscher in der Region befürchten, dass sich der Einsatz für Palästina auf der Straße vermischt mit anderen Anliegen, zum Beispiel Proteste für die Freiheit, Proteste für mehr soziale Gerechtigkeit. Und so kommt es dann auch dazu, dass die Wut auf der Straße aktuell sich in anderen
Protestformen kanalisiert, zum Beispiel recht erfolgreiche Boykottaufrufe gegen westliche Produkte. Keine Demonstration auf der Straße, das bedeutet nicht, dass es keine Wut gibt gegen die westliche Israel-Politik. Im Gegenteil, dass der Westen sich nicht dazu entschließen kann, einen eindeutigen Waffenstillstand in Gaza zu fordern. Das empfinden sehr viele hier als großes moralisches Versagen, als großes moralisches Scheitern. Der Graben zwischen den Welten, er könnte nicht größer sein als im Moment. Dankeschön nach Kairo, Golini Atay. Das Leid von unschuldigen Kindern, Frauen und Männern lindern. Mit diesem Ziel ist Bundesaußenministerin Annalena Baerbock zu einer weiteren Vermittlungsreise in den Nahen Osten aufgebrochen. Ihre erste Station, die Vereinigten Arabischen Emirate. Dort hat sie soeben mit ihrem Amtskollegen beraten. In den Gesprächen dürfte es auch um die Befreiung der Hamas-Geiseln gehen, unter denen sich noch mehrere Deutsche befinden. Noch am Abend wird Baerbock nach Saudi-Arabien weiterreisen und morgen nach Israel. Und jetzt ist Antje Pieper hier mit im Studio mit den neuesten Zahlen vom Politbarometer, auch zum Thema Nahost. Guten Abend, Antje. Wie sehen die Befragten die Angriffe Israels im Gazastreifen? Ja, viele sehen die Erfolgsaussichten skeptisch. Fast zwei Drittel glauben nicht, dass es Israel gelingen wird, die Hamas so stark zu schwächen, dass von ihr keine Gefahr mehr für Israel ausgeht. Das militärische Vorgehen Israels im Gazastreifen für gerechtfertigt hält die Hälfte der Befragten. 35% sehen das nicht so. 85 Jahre nach der Reichspogromnacht haben wir auch nach Antisemitismus in Deutschland gefragt. Mehr als die Hälfte der Befragten im ZDF-Politbarometer sagen, dass die Judenfeindlichkeit hierzulande groß oder sehr groß ist. Lass uns noch über einen anderen Punkt reden. Sarah Wagenknecht, sie hat die Linke verlassen und will jetzt mit neuer Partei loslegen. Wie sehen Ihre Chancen aus? Ja, ihre Startchancen sind ganz gut. 13% wollen die angekündigte Wagenknecht-Partei bei der nächsten Bundestagswahl wahrscheinlich oder sogar sicher wählen. Vor allem übrigens bisherige Anhänger der Linkspartei und der AfD. Aber das ist Zukunftsmusik. Wenn bereits am Sonntag Bundestagswahl wäre, gäbe es wenig Veränderung gegenüber der letzten Umfrage. Die SPD käme auf 16% plus 1, CDU, CSU unverändert auf 30, die Grünen 15 plus 1, FDP 5%, AfD wieder 21, die Linke nur noch 4 minus 1 und die Freien Wähler kämen auf 3%. Immer wieder interessant. Dankeschön, Antje Pieper. Alle Zahlen vom Politbarometer gibt es im Heute-Journal um 22 Uhr oder jederzeit online auf heute.de. Und auch bei WhatsApp. Einfach unseren ZDF-Heute-Kanal abonnieren. Wie, das finden Sie in der Anleitung auf unserer Homepage ZDF-Heute und in unserer App. International tätige Großunternehmen sollen künftig weltweit eine Mindeststeuer von 15% zahlen. Der Bundestag hat heute für die Umsetzung einer entsprechenden Richtlinie in nationales Recht gestimmt. Die Reform soll verhindern, dass Großkonzerne ihre Gewinne in Länder verschieben, in denen sie weniger Steuern zahlen müssen. Das Finanzministerium rechnet dadurch 2026 mit Mehreinnahmen von mehr als 900 Millionen Euro. Und noch ein Beschluss des Bundestags. Die Abgeordneten haben die staatliche Finanzierung parteinaher Stiftungen geregelt. Eine Voraussetzung: Nur Stiftungen der Parteien bekommen Geld, die mindestens 3 Wahlperioden lang im Bundestag vertreten sind. Dagegen hat die AfD vehement protestiert, weil sie noch nicht so lange dabei ist. Die ihr nahestehende Stiftung wird nun nicht gefördert. In Polen hat das siegreiche Oppositionsbündnis knapp 4 Wochen nach der Parlamentswahl die Bildung einer Koalition vereinbart. Unter der Führung des ehemaligen EU-Ratspräsidenten Tusk hatte die liberal-konservative Bürgerkoalition bei der Wahl eine deutliche Mehrheit errungen. Die national-konservative Regierungspartei PiS hatte zwar die meisten Stimmen erhalten, findet aber keinen Koalitionspartner. In Spanien kann der sozialistische Ministerpräsident Sanchez voraussichtlich weiter regieren. Er hat mit der baskischen Partei einen weiteren Bündnispartner gefunden und damit eine Regierungsmehrheit erreicht.
Erst gestern hatten Tausende gegen die angekündigte Begnadigung von 1.400 verurteilten Separatisten protestiert. Die Amnestie ist Bestandteil eines Deals mit der katalanischen Partei, die Sanchez ebenfalls für sein Sechserbündnis braucht. Eines der ehrgeizigsten Umweltprojekte der EU hat vergangene Nacht eine wichtige Hürde genommen. Das Parlament und die EU-Staaten einigten sich nach langem Streit auf das Gesetz zur Wiederherstellung der Natur. Damit sollen in Europa mehr Wälder aufgeforstet, Moore gerettet und Flüsse renaturiert werden. Denn laut EU-Daten sind 80% der Lebensräume in einem schlechten Zustand. Florian Neuhand berichtet. Ein Moor in Niedersachsen, nass und unglaublich wichtig für Klima und Natur. Das Problem, ein Großteil solcher Moore in Europa wurde längst trockengelegt. Jetzt will die EU hier gegensteuern mit einem europäischen Naturschutzgesetz. Gestern letzte Verhandlung zwischen Rat der Mitgliedstaaten und Parlament. In der Nacht vermelden beide die Einigung. Es ist das erste Gesetz überhaupt in Europa, das die Natur nicht nur schützt, sondern sie auch wiederherstellen soll. Kaum ein Brüsseler Vorhaben war so umstritten wie dieses, wurde nicht nur von Landwirten bekämpft, aus Sorge vor zu hohen Auflagen. Laut Einigung soll bis 2030 auf 20% der Fläche, von Wäldern bis Mooren, die Natur wiederhergestellt werden. Welche Maßnahmen die Staaten dafür genau ergreifen, lässt man offen. Für Landwirte aber gibt es keine Verpflichtung mehr, Flächen stillzulegen. Für diese Ausnahme hatten sich vor allem die Christdemokraten im EU-Parlament eingesetzt. Wir diskutieren ganz viel über das Thema Ernährungssicherheit. Dann kann ich nicht immer mehr landwirtschaftliche Produktion, landwirtschaftliche Nutzfläche zurückfahren. Die Grünen hätten die Landwirtschaft gern verpflichtet, finden den Kompromiss aber besser als gar kein Gesetz. Wenn wir die Natur immer weiter zurückdrängen, gefährden wir unsere eigenen Überlebensgrundlagen. Und deshalb ist dieses Gesetz so elementar. Dem Deutschen Bauernverband geht auch die aktuelle Einigung zu weit. Man brauche finanzielle Anreize statt starre Ziele. Das Gesetz muss jetzt noch vom EU-Parlament bestätigt werden. Normalerweise Formsache. Diesmal aber ist offen, ob ausreichend Konservative zustimmen werden. Und jetzt Fußball. Das war ein aus deutscher Sicht erfolgreicher Abend in der Europa- und Conference League. Ja, kann man wohl sagen. Drei Siege. Fangen wir mit den Freiburgern an. Die feierten daheim ein wahres Schützenfest. 5:0 gegen den serbischen Club Bačka Topola. Der SC mit besten Chancen aufs Europa-League-Achtelfinale. 5 mit einem Streich. Beim persönlichen Europapokal-Rekordsieg. Mit einem Gala-Auftritt und 5 Torschützen. Trotzdem bleibt Streich, wie er ist. Bodenständig. Die Jungen muss man einfach jetzt schauen, dass man die Kirche im Dorf lasse, dass sie in Ruhe arbeiten können. Freiburg in Rot, taktisch klug eingestellt gegen den serbischen Vizemeister Topola. Im Gegensatz zum 3:3 gegen Gladbach, das 1:0 durch Röhl zum Halbzeitstand, das 3:0 durch Weishaupt. Das heißt regenerieren, ausruhen, aber nicht lang Zeit. Aber so viele Spiele. Den Schwung gibt es mitzunehmen. Die Bundesliga ist kein Wunschkonzert. Nicht für einen Christian Streich, nicht auswärts in Leipzig. Ja, und auch für Leverkusen ist das Europa League Achtelfinale zum Greifen nah nach dem 1:0-Sieg bei Karabach Akdam. Die Entscheidung in Baku fiel erst in der Nachspielzeit. Victor Boniface verwandelte sicher einen Handelfmeter. Und in der Conference League hat Frankfurt durch das 1:0 in Helsinki bereits die K.O.-Runde erreicht. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat einen Neuling ins DFB-Team berufen. Bremen-Stürmer Marvin Ducksch, der früher bei Werder zusammen mit Nationalspieler Niklas Füllkrug vorne für Wirbel gesorgt hatte. Für Marvin Ducksch geht ein Traum in Erfüllung. Aber mit 32 Toren aus 63 Bundesligaspielen hat er sich durchaus empfohlen. Er ist einer, der frech nach vorne spielt. Der 29-Jährige, der seit 2021 für Werder Bremen kickt, ist dort bekannt als der Mann mit dem gewissen Instinkt. Ducksch ist nach der Musiala-Verletzung im Champions-League-Spiel gegen Galatasaray eine Option im Angriff für Bundestrainer Julian Nagelsmann. Und vielleicht gibt es ja eine Wiedervereinigung mit seinem ehemaligen Werder-Sturmpartner Niklas Füllkrug. Erste Gelegenheit dazu am 18.11. im Testspiel gegen die Türkei. Ich danke. Bitte. Und jetzt stellen wir Ihnen noch jemanden vor, der eigentlich äußerst kamerascheu ist.
der Attenborough-Langschnabeligel. Die Art galt als ausgestorben. Jetzt wurde der Igel in Indonesien von einer Kamerafalle aufgenommen. Das scheue Tier hat die Stacheln eines Igels, die Schnauze eines Ameisenbärs, die Füße eines Maulwurfs. Und es kann Eier legen. Benannt ist es nach dem legendären britischen Tierfilmer David Attenborough. Das Wochenende wird nicht überall trüb. Es wird wechselhaft mit Schnee in den Bergen. Zwischendurch gibt es aber auch mal Sonne. Details hat gleich Katja Hornefer. Marietta Slomka begrüßt Sie um 22 Uhr im Heute-Journal. Und wir alle von der Heute-Crew wünschen Ihnen ein schönes Wochenende. Bis morgen, wenn Sie mögen. Auf Wiedersehen. Guten Abend. Zum Wochenende beruhigt sich das Wetter und das liegt an diesem kleinen Zwischenhoch, das morgen über Frankreich bis nach Süddeutschland zieht. Heute Nacht allerdings fällt noch Regen und es könnte auch noch mal einzelnes Gewitter dabei sein. Eher trocken bleibt es ganz im Norden und ganz im Osten. Die Temperaturen sinken am Alpenrand bis minus 1 Grad und so fällt oberhalb von 700 bis 1000 Meter auch Schnee in der Nacht da im Süden. Deutlich milder bleibt die Nacht hier im Nordwesten mit 6 Grad. Und morgen liegen die Höchsttemperaturen bei 4 Grad an den Alpen, bei 10 Grad am Rhein oder an der Nordsee. Der Vormittag ist meist noch trüb. Es fällt Regen in den Mittelgebirgen und am Alpenrand ist auch oberhalb von 700 bis 1000 Metern Schnee dabei. Freundlicher ist es noch hier im Nordosten und hinter dem Regen lockern die Wolken im Südwesten schon wieder auf. Und dieser freundliche Bereich wird sich am Nachmittag weiter nach Osten ausweiten. Dafür verschwindet die Sonne im Nordosten mehr und mehr. Der Wind dazu kommt meist aus westlichen Richtungen. Der Sonntag wird insgesamt etwas ruhiger. Da kann es noch mal einen kleinen Regenschauer in Brandenburg geben und Schneeregenfälle im Schwarzwald und am Alpenrand. An den Temperaturen ändert sich wenig. Die liegen zwischen 4 und 10 Grad. Guten Abend.